Lass mich mal überlegen, keine Kunst. Keine Angst, nicht keine Kunst, keine Angst. Ach so, ist das nicht das Gleiche? Nein, keine Angst vor dem Bösen. Ach so. Hast du schon mal? Ich hab nie Angst. Nein. Du, ach, du bist eine richtige Schissbuchs. Wie bitte? Was? Aber habe ich was gesagt? Hey! Du Nutte? Nein. Oh. Oh nein, ey. Jetzt müssen wir uns wieder dieses Homo-Video reintun. Genau wie jetzt. Die kam also dann. Das hält auf. Wenn wir das nicht jedes Mal gucken würden. Nein, nein. Ich wär ja, schon fertig. Ja, fast. Ja. Genau, du und fertig. Du, bist, jetzt weg, und, du bist jetzt schon fick und fertig. Ja. Soll ich mal wegmachen? Nein. Nein. Die Obrigkeit hat gesprochen. Wer hat gesprochen? Die Obrigkeit. Die Übeligkeit, ja, ja. Ach, jetzt geht's doch schon los. Was hält? Du. Ja, das war schon eine Minute. Nein, 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 nein. Das muss ich gleich raus. Schwitzt dir nicht in die Hose. Hab ich schon. Schon nass. First Tank Bataillon bist du. Würzen. Würzen. Würdest du das mal lassen? Würzen? Ja. Maggi, hab ich nie dabei. Naja. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich weiß, was passiert. Ach. Hab ich jetzt noch was drauf. Ah, ja? Ohne Ziel für. Ohne Fadenkreuz. In den Kopf rein. Wo? Ja, jetzt sag mal, was du findest. Der ist der Liste. Du bist der Burner. Ja, cool. Ja, du bist der Burner. Ich hab's drauf. Ja, ich hab genau, Aiming. Du bist der Burner. Oh, ist wieder jetzt. Du musst nicht fick und fertig, ey. Ey, der macht mich fick und fertig hier gerade, ey. Wollt ihr mal in den Helm schießen hier? Dann bist du gleich aber wieder erklärt. Oh, ich bin so umgeschaltet. Oh, schlecht, ich bin so umgeschaltet. Was hast du auch keine Hobbys, wa? Ich mach Musik. Überall Feinde, überall Feinde. Ja, sinnlos. Hörst du das nicht? Jetzt zu warm. So. Ja, genau. So. Zu warm. Oh, die Laterne ist ein Feind, aha. Die könnte dich. Könnte ich elektrisieren, wa? Ja, das Feuer könnte mich kaputt machen. Mhm. Ich würde ganz ehrlich mit dem Panzer links wieder reinfahren. Wir können überall liegen sein, mit Glück kann man nicht nur sein. Du sollst dich dicht machen. Ohne Infanterie wird das ein Blindflug. Ich sag daher nur, wir sind zwar dicht, aber Gürtel ist dichter. Hast du verstanden, Mann? Nee. Na. Scheiße, das wird ja immer besser. Warum wird das immer besser? Es wird immer schlimmer. Linie. Gibt's ja gar nicht. Doch, bei schlimmer. Roller! Welche Werbung willst du noch zitieren? Mediamarkt, bin ich blöd. Ja, das ist. Was? Verlasse den Hinterhalt. Ja, verlass doch mal. Mann, hätte ich auch vorher sagen können, dass das ein Hinterhalt ist. Mann an Bord, Mann an Bord. Du sollst den Hinterhalt verlassen. Kapierst es nicht, Mann. Und dann fährt man in ein Gebäude rein, genau. Um den Hinterhalt zu verlassen, fährt man in ein Gebäude rein. Aha. Noch erstmal ein Brumm noch erstmal da durch, Mann. Als ob die Bürostühle deinen Panzer aushalten. Klar, pass auf, die halten mich auf. Ja, fahr doch. Mann. Schön und Dach. Und Brummen. Bleibt erstmal vorne stehen, ja genau. Fahr doch zurück. Mann. Du musst doch erstmal ganz geschmeidig durch die Hose atmen. Ja. Lass dir erstmal den Bimbam ein bisschen bauen.
oder du hast es gehört? Ach, vor dir ist ein Panzer und du kümmerst dich um diese kleinen Soldaten, oder was? Hier ist ein Panzer. Links? Sie sind die roten Punkte. Das könnte anders sein, oder? Ich glaube nicht mehr. Sie ist nicht. Gefailt. Und trifft schon wieder nicht. Hat er die Brille wieder nicht auf? WTF? WTF? Mann, gib doch Yomi, Mann. Ja, also ich habe jetzt. Da war. Funktioniert am Ende nicht mehr. Ja, genau. Speichert! Nein! Ich mach nichts mehr, wo? Ich weiß. Du hast es toll hingekriegt. Jetzt ist der Panzer kaputt. Du bist auch so ein Bockwurst. Ein bisschen Schwund ist inne. Ach du Kacke. Toll, Piel am Schuss wieder. Willst du wieder scheitern? Wo sind einfach alle hin? Ja, einfach mal in die Menge schießen, ne? Irgendein trifft man immer. Ich würde ja nicht hier im Panzer bleiben, weil es überall schon offen präsentiert hat für einen Sniper. Da macht sie dann einfach Patsch und da ist seine Hirnmasse irgendwo eben in der Wüste. Den wir als normal nur mal so auffallen. So. Hätte ich mal angemerkt jetzt. Wieso schießt er nicht hin, den ich ab? Da ist er drüber. Ich glaube, das ist unser. Schießt einfach unseren Heli ab. Was bist denn du für ein Kameradenschwein? Black Hawk down. Heli weggedrückt. Muss den Heli bewachen. Hast du schön hingekriegt. Hast du gut reingehalten. Ja, bravo. Ich bin, du bist ein bin stolz Experte, auf mich. Ja. Ich bin stolz auf mich. Bravo. Hier, kriegst du einen Daumen nach oben dafür. Ich wollte aber zwei. Ja, da hast du verschießen jetzt. Ja, schäm dich etwas. Oh. Du fährst ja besoffen wieder. Okay, ich grüße mich aber. Ja, ja. Geht auch, ja. Jetzt geht man der. Jetzt solltest du aber mal nicht den Heli abschießen. Ach, Blackburn sollte es verteidigen. Unser Heinz, der da immer in der. Tönnis. Ja. Oh, und triffst ihn nicht. Ist das schlecht! Kannst du fast alle eigentlich von da hinten schon abfangen, oder? Oh, fail, ey. Ja. Aiming von einer Banane. Ah, ich failed. Jetzt kommt er von allen Seiten, jetzt kommt der Heli und dann schießt er den wieder ab, oder? Weil du mal wieder auf mich hörst, oder? Ist der Blackburn gestorben oder was gerade? Der Heli, ja. Ist er in den Luft geflogen? Ja. Jetzt ist er da schon wieder hingekriegt. Die Scheiße, wo kommen die denn alle her? Ist da irgendwo ein Bienenstock? Will die anderen auch mal was machen oder bist du der Einzige? Ach du sollst da, was denn da? Du sollst da raus. Ach du, du sollst dich verteidigen. So. So. So läuft das. So läuft das hier. Haben
geht an Bord. Reserve sollte bald kommen. Heilige Scheiße. Jetzt geht er näher. Der war jetzt ziemlich dämlich, würde ich mal sagen. Jawohl, du hast es geschafft. Oder? Bravo! Würdet ihr das mal da lassen? Also, gleich fliegst du selber in der Luft. Was ist ein Anvil? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Panzer ist angelegt, sind kampfunfähig. Du Scheiße! Kommt ihr denn her? Ja, das war mir klar. Aber du kannst nicht alle weghalten. So viel Feuerkraft hast du nicht. Oder so unbeweglich ist der Panzer, sag ich mal. Ist normal. Jetzt kommt das Tuch weg, ja. Hallo. Mr. Miller? Richtig? Ja, richtig. Amerika. Ich bin Mr. Miller. Ich bin alle. Gehört der Ihrem Kind? Nur Bockwurst. Mr. Bockwurst. Mit Mr. Hans von und zu. Hoffentlich vermisst er ihn nicht zu sehr. Ach, Kinder gewöhnen sich schnell. Weißt du, was cool ist? Weiß ich auch noch nicht. Nein, das weiß ich ja. Dass ich einfach immer bei BF3 bin. Hast du noch gar nichts online freigeschaltet für Kampfjet oder sowas? Klar. Aber kannst du nicht fliegen. Also was? Ich brauch ja nicht fliegen. Ja, das kann's. Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwendbarkeit des Todes akzeptieren. Ich kenne nur das. Die Unabwendbarkeit, Mr. Miller. Verstehen das, bitte? Sie? Ach, den Mensch gibt's halt einen Nacken abklopfen, wie ich den. Viele Kinder will ich also ein Held sein. Ich würde ihn erstmal fragen, ob er beim Schönheitschirurgen war, den Arzt nicht verklagt. Bruder. Die alte Gesichtsgrätsche, da. Amadei. Wer bist denn du? Herr John. Ach, Kamera, hallo. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu töten und ja, nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. Nein, lass das. Er will uns töten. Bist du blöd? Sind wir tot? Macht nichts. Wir sind jetzt in der Kampagne bestimmt schon 5 oder 6 Mal gestorben. Also wir, und für uns gibt's keinen Tod. Wir kommen immer wieder. Nachtschicht. Da kennst du dich ja ein bisschen mit aus. Die habe ich öfter. Ja. Du kannst 2 Primärwaffen tragen. Haha! Nee. Hübsches Bild, nicht wahr? Widerwärtig, aber es bringt Solomon nicht mit der Bombe in Verbindung. Haben Sie sonst noch was, Sergeant? Ob ich noch was habe? Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gesehen, wie er Miller getötet hat. Sergeant, Ihre Fingerabdrücke und die Ihres Kumpels Dima ziehen sich durch die ganze Geschichte. Sind Sie ein scheiß Bulle? Auf wessen Seite stehen Sie? Sie waren in dem Raum, wo dieses Video aufgenommen wurde und in der Bank, wo die Bomben gefunden wurden. Ja, ganz recht. Wir fanden die 3 Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg. Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Gut, wann war denn das? Sind Sie sicher? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz gegangen. Da haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Ach ja? Wann denn? Als wir ihn verfolgt haben. Camper und ich. Eins reist bereit, over. Verstanden. Komm schnell zu euch.